Ja, bei meinem ersten Heimspiel nach einigen Monaten würde ich eher sagen, dass die Anspannung überwiegt. Ja, man muss wissen, wo kommen wir jetzt her? Eine längere Durchstrecke liegt hinter der Mannschaft und hinter uns als Verein. Ja, wir müssen jetzt gucken, dass wir schnellstmöglich wieder in die Erfolgsspur zurückkommen. Das ist nicht ganz so einfach, wie sich vielleicht der Beobachter draußen denkt. Ja, man muss vieles verändern, man muss in die Köpfe rein der Spieler, man muss sie mental wieder stark machen. Man muss natürlich auch hart auf dem Trainingsplatz arbeiten. Ja, ich habe bestimmte Philosophien immer gehabt, offensiv kräftig, ja, das Spiel nach vorne, schnörkellos, den Gegner zu Fehlern zwingen, Druck erzeugen, aber gleichzeitig hat man natürlich auch noch die Aufgabe, die Defensive einigermaßen unter Kontrolle zu halten. Ja, das ist nicht ganz so einfach. Wenn man an Mainz denkt, dann denkt man natürlich an die erste Mannschaft, die in der Bundesliga immer wieder mal Tolles geleistet hat. Man denkt aber nicht daran, dass der Nachwuchs der Mainzer auch auf dem höchsten Niveau ist. Die wurden vor einiger Zeit deutscher A-Jugendmeister. Ein Andreas Schürrle als Beispiel, ja, der inzwischen schon Nationalspieler ist, kam aus dieser Nachwuchsabteilung. Und die haben jetzt auch wieder hochkarätige Leute, vor allem in ihrer U23, pfeilschnelle Leute. Und da muss man gewappnet sein. Und man muss auch wissen, dass eben gerade diese Mainzer Mannschaft vor einigen Wochen erst bei der Spitzenmannschaft Elversberg sage und schreibe 5-2 gewonnen hat. Also sind schon Ausrufezeichen und da muss man wirklich höchste Aufmerksamkeit haben, auch in der Defensive und das wird schwer genug. Also so, dass der Sebastian Griesbeck bedingt durch die 5. gelbe Karte jetzt erstmal gesperrt ist. Da waren wir jetzt im Training natürlich, im täglichen Training arbeitet man da dran an diesen Dingen. Ja, wer passt am besten hier mit in die Abwehr rein? Das ist noch nicht entschieden. Lassen Sie uns da noch ein bisschen im Training die Erkenntnisse erzielen und dann bis zum Spiel hin muss man natürlich entscheiden, wie man die Abwehr entsprechend aufstellt, aber ich hoffe, das gelingt mir. Nach einer Misserfolgsserie ist man erstmal froh, wenn man das nächste Spiel überhaupt positiv gestalten kann. Und ich denke jetzt erstmal gar nicht an das zweite oder dritte Spiel. Für uns alle muss jetzt wichtig sein, das erste Spiel, nämlich das gegen die Mainzer, Nachwuchstalente erfolgreich zu gestalten. Und darauf liegt unser Fokus. Wir müssen das Umfeld, nicht nur die Spieler, sondern auch natürlich unsere Fans hinter uns bekommen. Da baue ich drauf, dass alle im Umfeld jetzt merken, hoppla, jetzt sind wir alle gemeinsam gefordert, an einem Strang zu ziehen, die Mannschaft zu pushen, um sie dann letztendlich dann am Ende des Tages vielleicht zu einem Heimsieg zu führen. Und ich hoffe natürlich darauf, dass uns die Fans gerade jetzt in dieser schwierigen Phase unterstützen. Ja, wir haben ja im Frühjahr eine tolle Phase gehabt, wo wir dann letztendlich die Meisterschaft eingefahren haben. Da war eine riesen Euphorie bei den Fans im gesamten Umfeld. Das ist jetzt im Moment merklich ruhiger geworden, aber ich baue drauf und ich bitte darum, ja, dass uns gerade jetzt in dieser schwierigen Phase die Fans unterstützen, hinter der Mannschaft stehen und gemeinsam kann es dann hoffentlich den Erfolg geben. Ja.